Ich würde sagen, was uns eint, ist der Bruch in der Biografie der Eltern und die Verwirrung, die, ja, sage ich jetzt mal, so alt waren, wie wir jetzt sind, ungefähr. Ein bisschen jünger sogar noch, aber... Nee, genauso alt. Ich glaube, meine Eltern waren so 40, stimmt, ein bisschen jünger. Genau, ein Ticken jünger, aber eigentlich passt es genauso. Und das mitzuerleben als Kind, so ein bisschen, aber auch nicht so richtig, weil das wird natürlich nicht jeden Abend besprochen so, aber also allein das Realisieren dann später auch, dass es so einen krassen Bruch in den Biografien gab, ist, glaube ich, was uns auf jeden Fall geprägt hat und was, glaube ich, uns auch in wie gehen wir mit unserem Arbeitsleben um, zum Beispiel, auch prägt. Erstaunlicherweise sind die Leute, mit denen ich noch Kontakt habe aus meiner Klasse und aus der damaligen Zeit, zu 80% freiberuflich und auch irgendwie kreativ unterwegs, was ich total abgefahren finde, dass es alles relativ freiheitliche Menschen sind, sage ich mal, wo ich glaube, ja, wo auch dann sowas mit reinspielt, so was ist in der Familie passiert und wie kontinuierlich ging das weiter oder was wurde mir vorgelebt und wie sehr muss ich mich abgrenzen oder wie frei fühle ich mich auch dem gegenüber, so. Das finde ich schon, ja, eine Tatsache tatsächlich. Naja, und ich glaube, was uns auch alle eint, zu überlegen, was wäre eigentlich gewesen, also was wäre aus mir persönlich geworden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wenn es die Wende nie gegeben hätte. So, wahrscheinlich hätte ich 3 Kinder und hätte irgendwie einen anständigen Beruf und würde schon seit meinem 20. Lebensjahr, also ich habe so auch seit meinem 20. Lebensjahr gearbeitet, aber halt in so einer anderen Kontinuität. Ne? Also und ohne diese Brüche, ohne irgendwie wegzugehen für ein Jahr, ohne irgendwie Dinge auszuprobieren, ohne genau viel zu reisen und nicht beschränkt werde durch irgendein System, durch Vorgaben, also vor allem durch politische Vorgaben. So. Also ja, ich glaube, das ist eine Tatsache, über die viele sehr froh sind. Oder wahrscheinlich alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nicht froh darüber ist. So, es gibt sicherlich Leute der älteren Generation, die da große Schwierigkeiten hatten. So, ich weiß, dass die Wendezeit für meine Eltern wahnsinnig anstrengend war, weil die beide ihren Job verloren haben, weil die beide irgendwie zum Jobcenter oder damals hieß es Arbeitsamt mussten und irgendwie völlig absurde Seminare belegen mussten. Und wie lerne ich telefonieren? Ja, meiner Mutter wurde ans Herz gelegt, so ein Seminar zu belegen, wie lerne ich telefonieren. Meine Mutter war so, sorry, ich hatte zwar kein Privattelefon, aber ich war Redakteurin, natürlich weiß ich, wie man telefoniert. Ne? Und also es war so, ich glaube, viele haben darunter gelitten, dass ihre Individualität und auch ihre Persönlichkeit in Bezug aufs Berufsleben ganz doll in Frage gestellt wurde, beziehungsweise, dass es nichts mehr wert war. Es war auch so unwichtig, was vorher in der DDR passiert ist. Also wurde ja total viel in Frage gestellt oder eigentlich wurde alles oder das meiste gekappt. Es hatte keine Bedeutung mehr so von dem, was es auch, also es gab ja schon sehr innovative Ideen irgendwie in der DDR, so Ganztagsschulen, wurde dann abgeschafft und dann ein paar Jahre später ganz innovativ sich wieder neu überlegt. Genau, und viele kamen sich da sehr, ja, sehr verarscht vor.